Also das Fenster macht sie jeden Tag auf. Und die Betten legt sie raus. Oh ja. Heute Morgen rührt sich da nichts. Deswegen sage ich ja, da mal nichts passiert ist. Tag, Herr Stöber. Tag. Der Schlüssel steckt, also muss er doch da sein. Ist die Frau krank? Die kann auch den Schlüssel nicht durchstoßen. Krank, also direkt krank. Ist was mit der Kluge? Frau Kluge! Das Fenster ist ja gar nicht zu. Die ist tot. Nichts anfassen. Mit einem Hammer erschlagen. Mit was für einem Hammer? Ach, sie hat ihn mir mal geliehen. Ganz einfacher, ganz kleiner, gar nichts Besonderes. Man sieht kaum, wo er ihn geschlagen hat, weil die Haare verdecken alles. Gar keine große Wunde, aber der Schädel ist aufgeschlagen wie ein Ei, hat einer von den Polizisten gesagt. 70 Jahre, ganz klein, ganz alt und schwach. Wie keine 100 Pfund, die Frau. Die zu erschlagen war kein Kunststück. Sie liegt zwar im Bett, aber sieht nicht aus, als hätte sie geschlafen. Sie hat die Augen offen. Wer hat den Täter angesehen? So wie sie da liegt, zeigt der Körper keine Fluchtreaktion. Du musst den Täter gekannt haben. Der Ausdruck in ihren Augen ist mehr zu ertragen. Ja. Und sie hat nie bei offenem Fenster geschlafen, sagt der Hauswart. Sie war zu ängstlich. Sie hat den Täter wahrscheinlich selbst hereingelassen. Und zwar durch diese Tür hier. Ich habe da gerade was Neues gehört, Chef. Die Frau Kluge hat 3000 Mark im Lotto gewonnen. Und gestern hat sie das Geld bekommen, sagt der Hauswart hier. Dann kommen Sie doch mal mit, ja? Guten Morgen. Fräulein Karreisel. Die Kluge ist umgebracht worden. Tag, Fräulein Karreisel. Tag. Haben Sie gehört? Ja, eben. Haben Sie denn das Geld schon gefunden? In Ihrem Portemonnaie sind 13 Mark 21 und 22 Pfennig Briefmarken, sonst nichts. Ob die Tote jetzt weg kann? Ja, von mir aus ja. Also von uns aus ja. Der Mord ist nachts passiert, Chef. Aber nachts ist das Haus abgeschlossen, sagt der Hauswart. Wenn sie also ihren Mörder selbst reingelassen hat, dann ist das ganz sicher jemand gewesen, den sie kennt. Und wahrscheinlich jemand, der zum Haus gehört. Das meinst du doch, ne? Genau. Frau Beike, kommen Sie doch mal mit. Ist es weg? Das Geld? Was? Das Geld ist weg. Also weg ist es. Tja, deshalb hat die eins mit dem Hammer über den Kopf bekommen. Wir haben auch kein Sparkassenbuch gefunden. Nein. Hat die doch nicht. Wozu denn? Weil die paar Mark, die die hat. Och, ich hab's ja noch gefragt. Ich habe gesagt, wo tun Sie denn das Geld hin, Frau Kluge? Hm? Unter die Matratze, habe ich ihr gesagt. Auf Geld muss man liegen. Aber die klauen es einem ja noch unterm Hintern weg. No? Haben Sie auch getan. Kann nur einer gewesen sein. Der Junge. Der Junge war's. Welcher Junge? Ihr Enkel. Er hat doch einen Enkel. 17 ist der.
andauernd kam der an und wollte Geld von ihr. Von der Frau, die selber nichts hat. Und sie gab's ihm. Ich habe immer noch gesagt, Frau Kluge, warum geben Sie dem Jungen Geld? Geben Sie dem doch kein Geld. Aber sie tat. Mal für einen Mantel, weil er dachte, er friert. Oder mal für ein paar Schuhe, weil er nasse Füße hat. Und kam's nächste Mal wieder und hatte denselben alten Mantel an und dieselben kaputten Schuhe. Aber besoffen war er. Mit 17. Wusste der Junge denn, dass seine Großmutter, ich meine, dass die Frau Kluge Geld gewonnen hatte? Eine Stunde später war er da. Wer hat denn noch alles gewusst, dass Frau Kluge plötzlich so viel Geld hatte? Gewusst? Ja. Ja, haben Sie es gewusst? Ja, zu mir kam sie ja zuerst, hatte das Geld noch in der Hand, sagte, ich habe 3000 Mark gewonnen. Und dann ging sie rauf, klingelte bei Gassner und sagte, stellen Sie sich vor, Herr Gassner, ich habe im Lotto gewonnen, 3000 Mark. Und dann klingelte sie bei Bossig und bei Stöber und bei Wandelheim. Ach, im ganzen Haus hat die geklingelt. Und überall das Geld gezeigt. Ich habe noch gesagt, Frau Kluge, seien Sie nicht so leichtsinnig. Gerade hat mir der Briefträger 3000 Mark gebracht. Was für ein großes Glück für eine alte Frau. Was ist denn das? Das ist ein Tagebuch. Ein Tagebuch? Ja. Frau Kluge hat nämlich ein Tagebuch geführt und das war die letzte Eintragung. Was hat die denn da sonst noch alles eingetragen? Stehe ich auch da drin? Ja, ihr Name kommt auch manchmal vor. Na, sowas. Ja. Wo wohnen Sie eigentlich hier in dem Haus? Direkt gegenüber. Ach, dürfte ich die Wohnung mal sehen? Ja, ja bitte. Ein Tagebuch soll sie geführt haben. Wir kommen drin vor. Wir kommen drin vor? Ja. Ja, und wo sind die jetzt? Ihr Enkel, ja. Achim Kluge. Der kam gestern Nachmittag her. Ein Freund hat er auch noch mitgebracht. Und beide klopften sich an die Tür. Na, ich gehe raus und sage, was wollt ihr denn hier? Dreht sich der Achim um und sagt, stimmt das? Ihr habt im Lotto gewonnen? Und die Frau Kluge macht die Tür auf. Und ich sage noch, Frau Kluge, jetzt seien Sie aber gescheit, geben Sie den beiden nichts. Na, und die rein. Na, ich stehe da im Hausflur und der Stöber war gerade runtergekommen. Stöber? Ja, der den Gemüsekarren hat. Und sagt, so kann man die gar nicht mit ansehen. Und klopft an die Tür. Bei der Frau Kluge? Mhm. Und die macht auf und der Stöber sagt, Frau Kluge, Sie werden doch den beiden Bengels nichts von dem Geld abgeben. Los, sagt er, haut ab. Packt sie beim Kragen und schmeißt sie raus. Der Stöber? Ja, der mit dem Gemüsekarren. Und im ersten Stock, seine Frau ist krank. Warum wollen Sie das denn tun? Lassen Sie sie doch. Die werden noch bezahlt dafür. Gewähren lassen, ne? Ach was. Ich habe eine Aussage zu machen. Ja, dann kommen Sie gleich mit. Ich schließe inzwischen die Tür ab und versiegle. Sie sind Herr Gassner, nicht wahr? Ja, bitte. Herr Gassner, wir haben gehört, dass Sie gestern Abend den jungen Achim Kluge, den Enkel von der Frau Kluge, unten im Hof gesehen haben. Ja, ja. Ja oder nicht? Ja, doch, 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 ja. Er hat sich da unten am Fenster von der Frau Kluge zu schaffen gemacht, stimmt das? Ja. Ja, wie? In welcher Weise? Hat er an die Scheibe geklopft, wollte seine Großmutter wecken oder war das Fenster vielleicht schon offen? Offen? Das Fenster, ja. Ja, kann sein. Ich weiß es nicht. Sie wissen es nicht? Gassner, ich hab's doch gesehen. Unten im Hof. Sie haben den Achim erwischt. Sie sind hinter ihm hergelaufen. Hören Sie mal zu, das wissen Sie nicht? Naja, es kann sein, aber so ganz genau. Sie waren betrunken.
Frau Kluge schreibt hier, dass Sie Alkoholiker sind. Ich hab was gegen Leute, die Tagebücher schreiben. Warum tun Sie das? Alkoholiker, ja. Wen geht das was an? Ja. Ja, ich war betrunken. Katzner versucht sich zu erinnern, ob das Fenster offen war. Und ob er den Jungen nicht sogar hat rausklettern sehen. Wer weiß, gehen die jetzt von Wohnung zu Wohnung? Ja, es läuft ja wohl alles auf den Jungen hinaus. In einem Lehrlingswohnheim. Der Hausmeister wusste die Adresse. Herr Stöber, die Kluge ist tot. Haben Sie nicht gestern zwei junge Leute aus der Wohnung der Frau Kluge rausgeholt? Ja. Mit einem Hammer, Herr Stöber. Ist also geschafft. Die waren ja wie Aasgeier hinter dem Geld her. Die Polizei holt sie jetzt. Sind Sie Joachim Kluge? Ja, was ist? Warum sind Sie im Bett? Warum arbeiten Sie nicht? Ich bin krank. Aha. Was fehlt Ihnen denn? Ich fühle mich nicht wohl. Wo ist denn der andere? Ich weiß nicht. Das ist doch Ihr Freund, mit dem Sie immer zusammen sind. Warum fragen Sie? Wissen Sie, wer ich bin? Polizei? Ja, Polizei. Haben Sie uns erwartet? Nein, wieso? Ich frage ja, was ist denn? Wir werden jetzt mal hier alles ganz genau durchsuchen, ob wir nicht irgendwo 3000 Mark finden. Was halten Sie davon? Wenn Sie die erfinden? Ach, Sie wissen, welche 3000 Mark ich meine? Sie ist ja tot, weiß ich ja. Ich bin ja hingegangen heute Morgen und hab gehört, einer hat sie umgebracht. Und waren Sie das nicht? Wieso denn ich? Weil Sie das Geld haben wollten. Geld haben wollte? Sie waren gestern da, gestern Nachmittag. Zusammen mit Ihrem Freund sind Sie in die Wohnung rein und Stöber hat Sie wieder rausgesetzt. Und Ihre Großmutter, sagt Stöber, war ihm sogar dankbar dafür. Die alte Frau hat am ganzen Leibe gezittert und sie hat gesagt, die werden mich noch umbringen. Umbringen? Ich? Wir? So ein Quatsch. Ist doch Quatsch! Aber gestern Abend waren Sie wieder da, so gegen 9. Es war dunkel, die Haustür war abgeschlossen und dann sind Sie durch das Fenster rein. Wieso denn? Nein! Fragen Sie doch den Gassner. Und er kam nach Hause, der hat doch gesehen, dass ich... Dass ich was? Ich hab geklopft, ja. Aber sie hat nicht aufgemacht und ich bin weg. Weil der Gassner besoffen war und losging auf mich. Bin ich auf die Straße gerannt und... zurückgekommen, als Gassner weg war. Und Sie haben wieder geklopft. Und jetzt hat Ihre Großmutter Sie reingelassen. Ich bin nicht zurückgekommen. Sie haben mir das Geld weggenommen und sind durch das Fenster wieder raus. Nachdem Sie die alte Frau mit einem Hammer erschlagen haben. Mit einem Hammer? Immer alles auf den Kopf gestellt. Nicht eine müde Mark haben wir gefunden. Und was sagt er? Nichts. Und Ihre Großmutter, hat sie... ist sie ans Fenster gegangen? Ja. Was hatte sie an? Danke. Nachthemd. Sie war schon im Bett gewesen. Ich sagte, mach auf, aber sie tat's ja nicht. Naja, und dann kam der Gassner und ich bin weg. Auf die Straße gelaufen? Ja. Weit weg? Nein, weil der war ja betrunken, der Gassner. So schnell konnte der gar nicht. Der ging wieder zurück. Und Sie auch? Ja, weil ich dachte, der geht rauf, der Gassner, aber ging er nicht. Der hat dann an das Fenster geklopft. Bei dem hat sie das Fenster aufgemacht. Bei mir nicht. Da bin ich dann weg. Warum wollte sie mir nie Geld geben? Ich hab doch keins. Der andere ist jetzt da. Na, was hab ich dir gesagt? Ich hab dir gesagt, die kommen. Zu uns kommen sie zuerst.
Wir haben die umgebracht, wirst du sehen. Und hast du gesehen? Sind Sie der Kommissar? Ja. Dann sage ich es Ihnen auch. Wir haben die Frau Kluge nicht umgebracht. Komm, wir fahren zurück, und zwar so schnell wie möglich. Hat sich was ergeben? Ja, der Achim Kluge hat was gesagt, was ganz interessant war. Frau Weilke, ich hätte Sie gerne etwas gefragt. Ja? Hören Sie eigentlich immer, wenn jemand auf dem Flur ist und zu Frau Kluge hinein will und klopft oder klingelt? Ich? Ja, Sie haben uns doch gehört. Sie haben sogar die Tür aufgemacht und dabei waren wir noch gar nicht so laut. Nein, ich... Auch der Mörder klopfte und klingelte gestern bei Frau Kluge. Und den haben Sie nicht gehört. Wie? Nein, wieso? Ich war ja an dem Abend gar nicht zu Hause. Ach, Sie waren nicht zu Hause. Und wo waren Sie denn? Ich meine, kann man das ich war ausgegangen. Kann man ja. Nachprüfen, ja, wo Sie waren. So. War im Café Bayer. Im Café Bayer. Hübsch dort, ne? Ja, und wann haben Sie das Haus verlassen? Um 7:30. Und wann sind Sie zurückgekommen? War so gegen 10. Und dann gingen Sie noch zu Frau Kluge und haben geklopft. Oder geklingelt. Nein, wieso? Ach, das ist ja merkwürdig. Frau Kluge schreibt hier, dass Sie immer, wenn Sie aus dem Café Bayer kommen, noch bei ihr vorbeigehen und klopfen oder klingeln und erzählen, Kaffee kochen und erzählen. Hier schreibt sie sogar wörtlich, ich kann sowieso nicht schlafen und Frau Balke bringt mich zum Lachen. Steht da drin? Und gestern haben Sie also nicht geklopft bei Frau Kluge und nicht geklingelt. Naja, es eilt auch nicht. Ich frage Sie später nochmal, nicht? Sie haben uns leider etwas verschwiegen, Herr Gassner. Als Sie gestern Abend den jungen Achim Kluge am Fenster erwischten und ihn nachliefen, sind Sie nochmal zurückgekommen, haben an dem Fenster der Frau Kluge geklopft und sie hat aufgemacht. Das ist betrunken, Chef. Haben Sie mich verstanden? Frau Kluge hat also das Fenster aufgemacht, das stimmt. Ich weiß es nicht. Sie wissen es nicht. Kann sein, sie hat aufgemacht, kann sein. Er war gestern auch betrunken, der erinnert sich an nichts mehr. Erinnern Sie sich nie, was Sie gesagt oder getan haben, wenn Sie betrunken waren? Sagen Sie schon, was Sie von mir wollen. Vielleicht sind Sie in das Zimmer der Frau Kluge eingestiegen. Und hab sie umgebracht. Wieso denn? Sie hat mir doch nie etwas getan, diese Frau. Und ihr Geld. Das brauchte ich nicht. Fragen Sie doch mal Ihre Nachbarin. Frau Balke? Na, die und das Geld sehen. Der ist doch gleich der Atem stehen geblieben. Der Atem stehen geblieben? Was soll das heißen? Was wollen Sie damit sagen? Sie können überhaupt nichts sagen. Sie nicht. Warum nicht? Ach, der hat doch selber Geld gebraucht. Und wie der Geld gebraucht. Halt Sie den Mund nicht. Er hat doch alles versetzt, was er für seinen Beruf braucht. Seine Kameras. Kameras? Er hat ja früher ein eigenes Atelier gehabt. Wenn er je wieder richtig arbeiten will, muss er das ja erst alles rausholen aus dem Pfandhaus. Ja, na, Herr Gassner. Wenn Sie so anfangen, muss ich das ja sagen. Sie haben die Frau Kluge also doch um Geld gebeten? Ja, ja, anscheinend. Sie hat Ihnen nichts gegeben. Ja. Auf Wiedersehen. Halten Sie es bloß nicht für was Besonderes, was ich habe, auf Ihr Geld war.
In diesem Haus, da ist doch jeder runtergegangen zu der Kluge. Jeder hat gesagt, Mensch, Oma, das Geld brauchst du doch gar nicht. Aber und da wohnt? Stöber. Er ist nicht da, aber seine Frau ist da, die ist krank. Ich hab einen Schlüssel. Ja, aber wenn sie krank ist? Ach, die kann man ruhig stören. So krank ist die nicht. Die kommt ja manchmal sogar runter zu mir zum Kaffee trinken. Frau Stöber, dürfen wir mal reinkommen? Was wollten die denn? Hey, Gassner. Gassner, was wollten die? Macht, dass ihr rauskommt. Hab ich gesagt, ihr sollt reinkommen? Los, raus, raus. Bossig. Bossig. Entschuldigen Sie, Herr Boss, ich habe eine Frage. Ich weiß nämlich nicht mehr genau, ich versuche mich zu erinnern. Haben Sie mich gestern Abend gesehen? Gesehen? Das ist gut. Ich weiß gar nichts mehr. Sie sind danach aufgegangen, zu Wanderleben. Was? Ich? Ja, hast du denn keine Ahnung mehr? Nein. Sagen Sie, in welcher Verfassung war ich? Ich meine, außer dass ich betrunken war, war ich aufgeregt. Nicht besonders. War eben völlig betrunken. Was ich? Ich habe heute Morgen was in meiner Tasche gefunden. Was ist das denn? Das ist ein 500-Mark-Schein. Haben Sie mir den in die Tasche gesteckt? Ich? Herr Gassner, können Sie sich denn gar nicht mehr erinnern? Das sind die Beine, Herr Kommissar. Ich kann nicht mehr stehen. Und dass ich nicht mehr stehen kann, das auf meinen Beinen, das ist schlimm für meinen Mann. Wir haben einen Karren, Obst und Gemüse. Einer muss stehen und verkaufen und der andere geht und holt und macht alles andere. Na, nur erzähl doch mal, Luise. Was meinst du? Das Auto. Was ist mit dem Auto? Na, Franz wollte doch das Auto kaufen. Was für ein Auto? Ein Gemüseauto, damit sie nicht immer stehen muss. Hm, wie viel hattet ihr denn schon zusammen? Die hatten das Geld für die Anzahlung schon fast zusammen. Hm, wie viel fehlte denn noch? Sie wollten es als Darlehen haben. Was? Das Geld von der Frau Kluge. Aber wir haben es noch nicht bekommen. Sie hat es uns noch nicht gegeben. Aber Sie haben danach gefragt. Ja. Mein Mann ist runtergegangen. Er sagte, ich frag sie mal. Fragen kostet ja nichts. Wann ist jemand denn runtergegangen? Gleich am Nachmittag noch. Aha. Da hat er die jungen Burschen also erwischt, am Kragen gepackt und rausgeschmissen. Und hat dann selber gefragt, ob er das Geld kriegen kann. Sie hat es ihm nicht gegeben. Er kam rauf und sagte, sie will nicht. War denn Ihr Mann gestern Abend zu Hause? Nein. Der ist abends nie zu Hause. Der geht immer weg, ein Glas Bier trinken, sagt er. Wie lange war er weg, Frau Stöber? Von wann bis wann? Nach dem Essen geht er gleich immer weg und dann kommt er erst sehr spät nach Hause. Er glaubt, es liegt an mir. Aber es liegt doch nicht an mir. Ich würde ja gerne aufstehen. Frau Stöber, könnten Sie sich vorstellen, dass Ihr Mann beim Nachhausekommen abends vielleicht noch mal versucht haben könnte, Frau Kluge zu sprechen und sie um das Geld zu bitten? Sie hatte doch schon Nein gesagt. Und die lässt doch nachts keinen rein. Frau Stöber, können Sie sich gar nicht rühren? Ich meine, können Sie nicht aufstehen oder gehen oder... Ach, bis zu mir runterkommt sie. Das habe ich ja schon gesagt.
sind Sie gestern Abend unten gewesen. Frau Stöber? Nein. 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 Ja, dann gehen wir mal raus, nicht? Ach, Frau Beike, das ist sehr liebenswürdig, aber wir brauchen Sie nicht mehr. Dankeschön. Ja, bitte. Guten Tag. Guten Tag. Sie sind Herr Bossig, ja? Ja, ja. Sie sind Uhrmacher? Ja, ich bin Uhrmacher. Ich hatte früher ein Geschäft, das habe ich aufgeben müssen. Ständige Kopfschmerzen, wissen Sie? Ich arbeite jetzt nur noch gelegentlich. Herr Bossig, Sie wissen, dass... Ja. Diese arme alte Frau. Das geht mir schon sehr nah. Ich kann kaum arbeiten, trotzdem ich einen sehr dringenden Auftrag habe an einer sehr guten Uhr. Das ist ein wunderbares Stück. Sie waren gestern Abend zu Hause, Herr Bossig? Ich bin immer zu Hause. Sie sind immer zu Hause? Ja, weil... meine Kopfschmerzen haben mich lärmempfindlich gemacht. Und hier ist es ruhig. Das ist ein sehr ruhiges Haus. Es gibt hier keine Geräusche, die mir Schmerzen verursachen. Herr Bossig, haben Sie gestern Frau Kluge gesehen oder mit ihr gesprochen? Ja, natürlich. Frau Kluge kam herauf und sagte, dass sie gewonnen hat. Ich sagte, das ist aber schön, Frau Kluge. Und danach haben Sie sie nicht mehr gesehen? Nein. Sie können also keinerlei Aussagen machen, die uns helfen würden, den Mord an Frau Kluge zu klären? Nein. Hatten Sie die Frau Kluge auch um Geld gebeten? Um Geld gebeten, Frau Kluge? Nein. Was? Also, Herr Kommissar, entschuldigen Sie, aber ich stehe da draußen, die Tür ist offen, ich höre das, da muss ich ja was sagen. Kein Geld verlangt? Haben Sie nicht? Ach was, ich habe ganz allgemein mit Frau Kluge über meine Situation gesprochen. Ganz allgemein? Über meinen Gesundheitszustand. Sie wusste, dass mir nur ein Sanatoriumsaufenthalt helfen kann. Über Geld haben Sie gesprochen? Nee, das kostet ja Geld. Glauben Sie, ein Sanatoriumsaufenthalt ist umsonst? Ich habe öfter mit Frau Kluge darüber gesprochen, auch gestern. Er hat gesagt... Jetzt seien Sie still und verschwinden Sie hier endlich. Sie wollten also gehen. Naja, tatsächlich. In Anbetracht der Tatsache, dass sie ganz unverhofft Geld bekommen hatte, sie selbst nicht brauchte... Sie hat abgelehnt. Und sie sagte, warum wollt ihr alle mein Geld? Lasst mir doch mein Geld. Ich habe das natürlich respektiert. Ich sehe, dass Sie von Wohnung zu Wohnung gehen. Wir sind ja wohl plötzlich alle verdächtig. Bitte, treten Sie ein. Ja, mach du das, Walter. Sie studieren, Herr Wandelin? Ja. Viertes Semester Jura. Rechtswissenschaft. Danke. Ich bringe dem Schicksal der Frau Kluge mehr als gewöhnliches Interesse entgegen. Es ist ein lebendiger Fall, der mich aufregt. Mehr aufregt als alles, was ich da lese. Ich studiere nicht gern Jura, wissen Sie? Ach, warum denn nicht? Eine fragwürdige Wissenschaft. Als Versuch anerkennenswert, aber im Ganzen gesehen absolut untauglich. Das Ergebnis befriedigt nicht. Überhaupt nicht. Womit kann ich Ihnen dienen? Gestern Abend waren Sie also zu Hause? Ja. Ich hatte einen sehr interessanten Tag verbracht. Die Frau Kluge... und ihr Geld. Interessant. Da kommt eine alte Frau, einen Haufen Geld. Rennt durch das ganze Haus. Erzählt. Zeigt das Geld. Hier ist es. Hier habe ich es. Und was passiert? Ja, was passiert? Eine merkwürdige Sache. Die Leute sagen sich, was will diese alte Frau mit dem Haufen Geld? Sie hat es nicht erwartet. Sie hat es nicht gebraucht. Steht es ihr zu? Sie hat es zwar in Besitz genommen, das Geld, aber niemand konnte wirklich daran glauben, dass es ihr gehört. Es blieb sozusagen herrenlos. Und herrenloses Geld beschäftigt die Fantasie. Sehen Sie, der Enkel der Frau Kluge. Eine Stunde später war er da. Aus seiner Lehrstelle weggelaufen kommt er. Ja, woher weiß er? Von wem weiß er? Es ist wie ein Lauffeuer umgegangen. Da hat eine alte Frau Geld gewonnen.
meine alte Frau. Liegt meistens im Bett. Keine Wünsche, keine Bedürfnisse. Stopft das Geld unter die Matratze. Geld, für das sie keine Verwendung hat. Na? Was ist denn das? Na? Eine Situation, die Mord geradezu erzeugt. Das müssen Sie doch zugeben. Ja, das finde ich nicht. Ich habe Ihnen alle Gründe genannt, die derjenige für sich hat sprechen lassen, als er sich entschloss, die alte Dame umzubringen. Aber ich sehe keine Gründe für einen Mord. Und doch gibt es immer wieder Menschen, die solche Gründe für sich in Anspruch nehmen. Was hat sie über mich geschrieben? Ach, Sie meinen das Tagebuch? Ja. Sie hat doch über mich geschrieben, oder? Ja, unter anderem auch über Sie. Ich habe mich zuweilen mit ihr unterhalten. Ein vollkommen leerer alter Kopf. Tja, man hat ihn ja auch zertrümmert, nicht wahr? Entschuldigen Sie bitte, aber mich interessieren nur sachliche Informationen. Was haben Sie gesehen, was haben Sie gehört? Wenn Sie alles gesagt haben, was Sie wissen, dann bin ich hier fertig. Ja, ich finde ganz interessant, was er gesagt hat. Ich danke Ihnen jedenfalls sehr. Ach, nee, Frau Kluge, hatten Sie nicht um Geld gebeten? Nein, ich brauche kein Geld. Ach, Sie brauchen kein. Das war nur eine Frage. Danke. Und wer wohnt da? Eine Kellnerin. Frau Kareiche. Wie war das schon auf Sie? Hat er was gesagt? Hat er irgendwas gesagt? Ach, können wir da mal hinein? Ja, bitte. Dankeschön. Was stehen Sie hier rum? Was wollen Sie? Kannten Sie Frau Kluge näher? Mich hat die Frau Kluge nie sehr interessiert. Ich meine, ich habe sie nie besucht. Keinerlei besondere Verbindung zu ihr gehabt. Ich kann Ihnen tatsächlich nur wenig sagen. Waren Sie gestern zu Hause? Nein, ich bin Kellnerin in den Bahnhofsgaststätten. Mittags gehe ich weg und am Abend um 10 komme ich zurück. Auch gestern Abend? Ja. War die Haustür verschlossen? Nein. Brannte irgendwo im Haus noch Licht? Licht? Ja, also ganz dunkel war es nicht. Aber wo noch Licht brannte? Ah ja, bei Stöber. Aber da brennt ja immer Licht. Und hier oben? Wandeleben. Weil er war ja noch wach. Er kam ja noch zu mir. Er kam noch zu Ihnen? Ja, weil manchmal, wenn er noch nicht schlafen gegangen ist, dann kommt er zu mir. Wir rauchen noch eine Zigarette zusammen und unterhalten uns. Davon hat er uns gar nichts erzählt. Ja, das wär's dann. Sie hat ihm noch das Geld gezeigt. Was für Banknoten waren das? 500 Markscheine. Und was ist hier? Da wohnt niemand mehr. Das sieht doch fast so aus, ne? Kann ich bei dir was trinken? Ja, geh rein. Hast du Angst? Herr Kommissar, ich halte es nicht mehr aus. Ich muss Ihnen etwas sagen, etwas zeigen. Ich habe heute Morgen diese Jacke angezogen und fasse in die Tasche. Ich weiß nicht, wie das Geld in meine Tasche kommt. Es ist nicht mein Geld. 500 Mark. Nein, mehr habe ich nicht. Nur das. Wann hatten Sie die Jacke zuletzt an? Gestern. Gestern, als Sie total betrunken nach Haus kamen? Ja, ja.
Als sie den Jungen erwischten, ihm nachliefen und dann zurückkamen an das Fenster, das Frau Kluge öffnete. Dass sie öffnet? Ja, das weiß ich nicht. Ich weiß überhaupt nichts mehr. Ich sage Ihnen nur, was ich in meiner Tasche gefunden habe. Warum haben Sie eigentlich so ein großes Interesse an allem, was hier vorgeht? Ist denn was passiert? Ist denn was passiert? Ja, es wird gerade in dieser Sekunde jemand festgenommen. Walter! Wer steht alles am Fenster? Sag's mir. Alle. Da wartet einen Moment draußen, ja? Störer. Ich hätte noch eine Frage an Sie. Sie sind doch gestern Abend wie üblich noch ein Bier trinken gegangen, nicht wahr? Wer hat gesagt, wie üblich? Ja, bitte, wie üblich spielt keine Rolle, das können wir auch weglassen. Wie üblich? Naja, sind Sie gestern beim Weggehen oder beim Wiederkommen, haben Sie da noch den Versuch gemacht, Frau Kluge um Geld zu bitten? Wer hat denn gesagt, dass ich hingegangen bin? Ja, aber Sie waren noch da. Am Nachmittag, nicht wahr? Ist das nicht verboten? Nein. Ich wollte ein Darlehen gegen Sicherheiten. Ja, schon in Ordnung. Also Sie waren am Abend dann noch mal bei Frau Kluge? Nein, ich nicht. Na gut, das wäre schon alles. Danke. Sie sagen also, Sie erinnern sich nicht? Nein. An gar nichts? Aber Sie können doch nicht so vollständig vergessen haben, was gestern gewesen ist. Wenn Sie wenigstens eine schwache Erinnerung hätten, das würde Ihnen helfen. Ihnen und uns. Ich zermartere mir ja selbst meinen Kopf. Eine andere Frage. Halten Sie selbst es für möglich, dass Sie es getan haben, dass Sie Frau Kluge umgebracht haben? Ich selbst. Haben Sie Zweifel? Oder würden Sie es völlig ausschließen, dass Sie es getan haben? Ich bin so ehrlich, wie ich sein kann. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber Sie haben 500 Mark in der Tasche. 500 Mark, die wahrscheinlich der Frau Kluge gehört haben. Und Sie behaupten, die hat Ihnen irgendjemand in die Tasche gesteckt. Ja, finden Sie nicht selbst, dass das eine reichlich unglaubhafte Geschichte ist? Ja, Sie werden sich wundern, ja. Ich sage selber, es ist eine unglaubhafte Geschichte. Ja, wer soll Ihnen denn das Geld in die Tasche gesteckt haben? Na, der Mörder. Warum sollte der Mörder das tun? Ja, da gibt es doch nur eine Möglichkeit. Gassner hat den Mörder gesehen. Ja. Der völlig betrunkene Gassner hat den Mörder gesehen. Und zwar in einer Situation, die ziemlich eindeutig gewesen sein muss. Und er gab ihm Geld, damit Gassner schweigt. Nur hat der Mörder nicht bedacht, dass Gassner so total betrunken war, dass er gar nicht gemerkt hat, dass er Geld gekriegt hat. Schon gar nicht wofür. Ja, ich kann Ihnen nicht helfen, weil ich weiß nichts. Mein Kopf ist absolut leer. Danke, Renner. Erinnern Sie sich? Das heißt vorläufig nur, dass Sie sich erinnern, die Tote gesehen zu haben. Also, Sie erinnern sich. Dann könnten wir ja einen Versuch machen. Trinken Sie jetzt nichts mehr.
kurz vor 9. Zahlen Sie jetzt. Erich Zahn. Erich, ich muss zahlen. Dann bleiben Sie doch ganz ruhig. Alles so, wie es gestern Abend war. 3 Bier, 2 Schnitzel, 5,75 Mark bitte. Ja, das mache ich. Ich brauche eine Quittung, ja, heute erst da. So, bitte. Gehen wir? Versuchen Sie sich zu erinnern. Es ist gestern Abend. Sie verlassen das Lokal und Sie sind, danke, ziemlich betrunken. Ich bin's jetzt nicht. Aber ich fühle mich so. Sie sind dann nach Hause gegangen. Ja, ja. Tun Sie es jetzt. Ich weiß nicht, was Sie sich davon versprechen, Herr Kommissar. Damit Sie sich besser erinnern können. Glauben Sie, ich wüsste, wie ich nach Hause gekommen bin? Sie rein. Es ist 9 Uhr. Aber es ist nicht gestern. Mach auf, Oma! Mach doch auf! Lass mich doch rein! Warum lässt du mich nicht rein? Oma! Na los doch. Laufen Sie doch hin zu dem Jungen. Was haben Sie gemacht? Sie haben ihn erkannt. Sie sind doch hingelaufen, oder? Du Ratte, bist du wieder da? Willst du die Frau nicht in Ruhe lassen? Du verdammter Hund, du! Wenn ich dich kriege, dreh ich dir den Hals! Haben Sie den... Haben Sie den tatsächlich ans Fenster gestellt? Im ersten Moment dachte ich... Was? Ich erlebe das alles nochmal. Los, gehen Sie nochmal ans Fenster. Na, nun gehen Sie schon. Ich komme mit. Na, nun klopfen Sie nochmal. Na, was haben Sie getan? Was haben Sie gesagt? Mach auf, Oma! Ich bin's, Achim. Die Haustür ist zu. Sie hören es? Ja, jetzt höre ich es. Gestern habe ich es nicht gehört. Ich denke, Sie hören auf jedes Geräusch. Sie haben Kopfschmerzen, sagen Sie, sind sehr geräuschempfindlich. Und gestern wollen Sie das nicht gehört haben? Na ja, vielleicht habe ich es gehört, aber mir nichts dabei gedacht. Ans Fenster klopft er doch öfter. Also, was wollten Sie? Warum kamen Sie noch so spät nachts? Wollten die alte Frau aus dem Bett? Sie wussten doch, dass sie im Bett lag. Aber nein, Sie wollten Geld. Sie ließen keine Ruhe. Sie mussten Sie zwingen, aufzustehen. Und zwar so. Ich weiß tatsächlich nicht, was Sie sich davon versprechen. Das Fenster da unten macht sowieso keiner mehr auf. Mich interessiert nur, was Sie gemacht haben. Ich bin rausgegangen. Spielen wir die Sache durch? Spielen wir also einen Mord durch? Wir versuchen nur, einem Menschen die Erinnerung wiederzugeben. Da gehen Sie auf den Jungen los. Sie wollten ihm doch den Hals umdrehen. Also tun Sie es. So laufen Sie, Gassner. Sie sind ihm doch nachgelaufen. Also. Na, nun laufen Sie, Gassner. Weiter sind Sie nicht gelaufen?
Nein, nein, ich bin gestürzt hier, hingefallen. Als ich aufstand, sah ich den Jungen nicht mehr. Wie gestern? Ist Frau Stöbe gestern auch aufgestanden? Sie haben gehört, dass unten an die Scheibe geklopft wurde? Wir haben es alle gehört. Sie sind aus Ihrer Wohnung gekommen. Sie, Herr Wanteleben, auch Sie, Herr Bossig. Was wollen Sie eigentlich? Es ist doch ganz natürlich. Man hört etwas, kommt herunter und unterhält sich darüber. Unterhält sich worüber? Na ja, Sie werden sehen, hat Frau Stöber gesagt, sie wird es dem Jungen in den Rachen schmeißen. Und auch Bossig hat sich aufgeregt. Aufgeregt? Wieso ich? Ja, ich erinnere mich. Ich habe geklopft. Ich habe geklopft und die Frau Kluge, die ist ans Fenster gekommen. Wie lange haben Sie hier gestanden und sich angeblich unterhalten? Und wer von Ihnen ist als Erster gegangen? Ich. Ich bin in mein Zimmer gegangen. Also gut, dann tun wir es. Ich gehe eben mal... Moment, Herr Bossig. Wohin wollen Sie? Haben Sie es gestern auch gemacht? Nein. Dann bleiben Sie. Ich muss Sie erschreckt haben. Sie... Ja, ich habe Sie erschreckt und sie machte das Fenster zu, ohne ein Wort zu sagen. Haben Sie nicht abgeschlossen? Jetzt hier mit all Ihrer Aufregung und all Ihrer Wut auf den Jungen? Erinnern Sie sich? Ich bin zur Tür gegangen, glaube ich. Ich habe noch einmal geklopft und habe gerufen. Ja, durch die Tür habe ich gerufen. Wenn Sie Ihr Geld behalten wollen, lassen Sie niemanden rein. Die sind alle hinter Ihrem Geld her, wie die Wölfe, vor allem den Jungen nicht, den nicht. Der taugt nämlich nichts. Der dreht Ihnen glatt den Hals um, wenn er nur an Ihr Geld kommen kann. Da wüsste ich ganz andere, die Geld brauchen, die auch was damit anfangen können. Ganz andere. Zum Beispiel Sie selbst. Sie hätten das Geld ja ganz gut gebrauchen können. Sie waren ja auch bei Frau Kluge und haben Sie gebeten, geben Sie es mir. Sie brauchen doch das Geld nicht. Aber ich brauche es. Und jetzt stehen Sie hier und klopfen. Also klopfen Sie. Sind Sie wieder an die Tür gegangen? Dann gehen Sie. Hat sie aufgemacht? Nein, sie hat nicht aufgemacht. Erzählen Sie mir, was Sie dann gemacht haben. Ich bin raufgegangen. Der erinnert sich? Kam er rauf? Ja, er kam rauf, aber der war total besoffen. Der wusste ja nicht mehr, wie er hieß. Herr Gassner, was haben Sie jetzt gemacht? Sind Sie in Ihre Wohnung gegangen? Nein. Er ist zu mir raufgekommen. Zu Ihnen? Stimmt das? Ja. Darf ich bitten? Nein, danke. Na, wenn Sie glauben, dass mir das Spaß macht, hier mit Ihnen zu sitzen. Nicht einmal bin ich zum Tanzen gekommen. Wahrscheinlich merken die Leute Ihnen an, dass Sie Polizistin sind. Wahrscheinlich. 21:45. Sie sagten, Sie sind 21:45 von hier weggegangen. Ja. Also gehen wir? Gehen?
Warum gehen? Bitte. Mir soll's egal sein. Herr Ober, bitte zahlen. 2 Mark, 8. 10 Mark, bitte, und eine Quittung. Ach, gehen wir jetzt. Danke. Gehen wir jetzt, weil ich gestern auch um diese Zeit gegangen bin? Ja. Was Sie sich davon versprechen, weiß ich nicht. Was versprechen Sie sich denn davon? Um 10 Uhr, also waren Sie wieder hier in Ihrem Zimmer. Ja. Sind Sie schlafen gegangen? Nein. Nein, nein, nicht. Mir war so, als hätte ich etwas gehört. Ich dachte, der Junge. Ja. Ich dachte, der Junge ist noch mal wiedergekommen. Ich bin noch mal runtergegangen. Ja, dann kommen Sie. Genau wie gestern. Der war auch nicht abgeschlossen. Die Tür stand einen Spalt offen. Sind Sie hineingegangen? Die Balke stand hier, drehte sich um und sah mich. Die Balke war's. Kommen Sie mal, Frau Balke. Ja, bitte. Sah mich an und hatte das Geld in der Hand. Stimmt das? Nein, nein, ich hatte das Geld. Das Geld hatte ich. Aber das war so, ich war ja selbst gerade erst nach Hause gekommen. Ich sehe die Tür offen, geh rein und da lag die Frau Kluge und war tot. Ich wusste doch gar nicht, dass sie umgebracht worden war. Nur, dass sie tot war, das sah ich. Ich lag da ganz ruhig, mit den Augen weit offen. Und ich dachte, das Geld. Sie ist tot, was wird jetzt mit dem Geld? Was soll mit dem Geld werden? Ich wusste ja, wo sie es hatte, unter der Matratze. Und dann griff ich hin und fand es auch sofort und nahm es. Und dann stand der hinter mir. Total betrunken. Und da habe ich gesagt, hier, die Kluge ist tot und ich habe das Geld. Und wir wollen doch nicht, dass das Geld, ich meine, es soll doch jetzt nicht in die unrichtigen Hände kommen. Und dann habe ich gesagt, hier, nehmen Sie, haben Sie, gab ihm 500 Mark und dann sind wir rausgegangen. Kommen Sie. Wer war sonst noch auf der Treppe gestern? Ja, da war die Frau Stöbe
und der Bossig und Bandeleben. Und ich sagte, die Kluge ist tot und ich habe das Geld. Na, was soll jetzt werden mit dem Geld? Soll der Junge das ganze Geld kriegen? Und wie viel hat jeder von Ihnen bekommen? Das waren 600-500 Markscheine. Aber danke, sei etwas Schreckliches. Diese Tür ging ganz langsam zu. Und als sie zu war, hörte man, wie von innen der Schlüssel umgedreht wurde. Chef, wenn das stimmt, war der Mörder noch in der Wohnung. Ja. Und ist so schnell er konnte durchs Fenster raus. Wer fehlt denn eigentlich noch hier? Es fehlt die Kellnerin und Stöber. Und wer kam zuerst? Der Stöber. Bin ich, wie Sie es gewünscht haben. 22:30, genau wie gestern Abend. Ja, Sie sind pünktlich, danke schön. Nur leider ist der Stöber nicht pünktlich. Sieh mal nach, Walter. Na, warte, ich komme hin. Harry! Hast du den Stöber nicht gesehen? Ist er nicht hier? Der ist doch längst durch. Der soll längst durch sein, Chef. Soll ich mal nachsehen? Nein, nein, lass nur, Walter. Da ist er, der Mörder von Frau Kluge. Herr Stöber.